3.333 Tischtennisbälle waren am 9. Oktober Teil einer Performance in der grünen Hölle auf dem Pfaffenberg. Zu den Akteuren zählten die Tischtennisspieler vom SV Sachsenring Hohenstein-Ernsthal, die auf diese Weise das Zeitalter des neuen Tischtennisballs einläuteten. Celluloidball war gestern. Jetzt hat in Hohenstein-Ernsthal auf der grünen Platte der Plastikball das Sagen. Auf internationaler Ebene wurde das bereits 2014 durchgesetzt. Anlass war, dass der Weltverband ITTF die Celluloidbälle als gesundheitsschädlich einstufte. Die Unterschiede des Materials sind für die Tischtennisspieler spürbar. Die, sagen wir mal, Rahmenbedingungen sind relativ klar. Der ist halt ein bisschen härter, der verformt sich weniger, dadurch, dass er aus Plastikmaterialien besteht und nicht mehr aus Celluloid dort. Und vom Absprungverhalten halt dementsprechend ein bisschen anders, vom Schlägerwinkel her alles so ein bisschen anders zu spielen. Aber im Großen und Ganzen, die Spieler gewöhnen sich relativ schnell dran, sodass es da für beide Teams eigentlich keine Probleme heute Abend geben sollte. Der SV Sachsenring bereitete sich vor dem Start der neuen Saison für die neue Saison mit dem Plastikball intensiv vor. Wir haben die letzten Wochen intensiv mit dem Ball trainiert. Eigentlich kann man sagen, wir haben einen Cut gemacht nach der letzten Saison und ab dieser Sommerpause, nach der Sommerpause, haben wir natürlich komplett mit dem neuen Plastikball trainiert. Auf diese Weise gut gerüstet, konnte auch das Regionalliga-Team vom SV Sachsenring optimistisch in die Saison 2015-16 starten. Mit kleinen und großen Zielen. Ja, wir haben uns zunächst vorgenommen, dass wir natürlich wieder unsere Zuschauer mitnehmen, dass wir wieder tollen Tischtennissport bei uns hier in der Region bieten wollen. Wir wissen es ja alle, sind in Sachsen vorn dran. Die Nummer 1 in Sachsen, die Position möchten wir gerne behalten, möchten natürlich wieder am Ende vor Holzhausen einkommen. Das ist so das kleine Ziel. Und das große Ziel ist ganz klar Klassenerhalt dieses Jahr. Die Mannschaften sind stärker geworden, die gegnerischen Teams sind deutlich verstärkt aufgetreten. Es gibt sehr, sehr gute Aufsteiger. Nach einem erfolgreichen Start in die Regionalligasaison mit einem Auswärtssieg gegen den HTTC 09 Wernigerode lud der SV Sachsenring am 9. Oktober zum ersten Saisonheimspiel in die grüne Hölle auf dem Pfaffenberg ein. Ja, unsere Mannschaft ist bis auf eine Position unverändert. Wir haben unseren Ecuadorianer, der im Trainingszentrum in Almburg auch mit trainiert, wie viele, die in Deutschland Tischtennis spielen. Den haben wir leider abgeben müssen, konnten wir nicht halten. Aber wir haben einen ganz sympathischen jungen Mann dazu bekommen aus Thüringen, den Chris Albrecht. Und ich denke, der mal wieder Linkshänder im Team ist ganz toll und der wird sich Stück für Stück steigern. Und ich hoffe, dass er die Position in etwa adäquat ersetzen kann. Begrüßt wurde zum ersten Heimspiel der SSV 07 Schlotheim. Während das Schlotheimer Team komplett anwesend war, fehlten bei den Hohenstein-Ernsthalern zwei Spieler. Dimitri Zakharov und Alexander Smirnov hatten in Bayern mit verkehrstechnischen Problemen zu kämpfen. In der Hoffnung, dass sie noch rechtzeitig eintreffen, wurde der Punktspielwettkampf gestartet. Für Nick Neumann-Manns und Johann Koschmider wurde das erste Doppel eine schnelle Partie. Die zwei mussten sich deutlich Ludek Labutka und Marek Nowotny 0:3 geschlagen geben. Am Tisch nebenan kämpften der Sari-Neuzugang Chris Albrecht und Thomas Hornbogen um Punkte. Ihnen gelang ein 3:0 gegen Patrick Flatzuska und Michael Koch. Das zweite Aufeinandertreffen auf Ludek Labutka lief für Nick Neumann-Manns deutlich besser. Der Sari-Spieler besiegte im Einzel den Schlotheimer 3:0. Chris Albrecht stand im Einzel einem nervenstarken Patrick Flatzuska gegenüber, konnte letztendlich aber die Partie 3:0 für sich entscheiden. Thomas Hornbogen gewann gegen Michael Koch klar die zwei ersten Sätze, musste den dritten allerdings abgeben. Im vierten Satz machte er den Sieg perfekt. Der Jüngste im Sari-Team, Johann Koschmider, bewies an diesem Abend ebenso seine Klasse und setzte sich 3:0 gegen Thomas Koch durch. Leider waren Dimitri Zakharov und Alexander Smirnov noch immer nicht eingetroffen. Nun griff die Wettkampfspielordnung. Weil die Mannschaftsaufstellung nicht regelkonform war, wurde die Partie 9:0 für Schlotheim gewertet. Eine kuriose Niederlage für den Vizemeister der vorherigen Regionalligasaison. Das Sari-Team und die Fans fügten sich dieser Wettkampfentscheidung. Denn Regel ist Regel.